Jo, was geht? Ich bin der Tim. Ich bin der Kai. Wir sind beide Holz- und Bautenschützer im zweiten Lehrjahr. Wir wollen euch heute mal einen kleinen Einblick in den Beruf des Holz- und Bautenschützers geben. Wir befinden uns momentan in unserem Lager. Ja, und hier im Lager lagern wir halt unsere verschiedenen Abdichtungsmaterialien, oder auch Sanierpütze. Hier sind dann unsere Abdichtungsmaterialien drin, die wir für außen und für innen, benutzen können. Und wir haben auch verschiedene Betonsachen. Das schränken wir rüber. Dann haben wir hier die ganzen Dämmplatten, Klimaplatten. Haben wir hier unsere Motorschubkarre, die relativ praktisch ist, wenn man auf der Baustelle ist und viel transportieren muss. Hier haben wir auch unsere Putzmaschine, die wir gut benutzen können, wenn große Flächen verputzt werden müssen. Das macht uns die Arbeit leichter. Dann haben wir hier noch unsere ganzen Vieren, die wir benutzen müssen, falls bei einer Außenabdichtung muss ja ein bisschen Löcher gegraben werden, einmal ums Haus. Und so sichern wir uns dann, die werden dann gegen das Erdreich gedrückt und dann festgemacht, dass uns die Erde nicht um die Ohren fliegt. Ja, als Holz- und Bautenschützer variieren die Aufgaben sehr. Man macht Neubauabdichtungen, im Altbau macht man auch Abdichtungen. Schimmelsanierung ist auch ein sehr großer Teil, den man macht. Man wird zwar öfters mal dreckig, aber am Ende des Tages sieht man halt, was man halt gemacht hat. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Gefühl. Ja, und ich glaube, darauf kommt es dann auch an in unserem Beruf. Ja.